kann ich mein Leiden zeigen. Wer leidet da? Ich natürlich. Dieses Ich, dieses getrennte Etwas, diese Einsamkeit, diese Verlorenheit, dieses Verstehen wollen, dieses Kontrollieren wollen. Ich leide, kann ich mein Leiden zeigen? Kann ich mir mein Leiden eingestehen? Kann ich mir zeigen, dass ich die Wurzel des Leidens in mir selbst bin? Egal was, wo vor sich geht, mein Leiden hat Priorität, weil ich es bin, der leidet. Ich leide. Kann ich meine Freude zeigen? Ich freue mich so. Ich freue mich so, weil ich das bin, was ich bin. Die bedingungslose Akzeptanz von gar nichts und allem. Ich bin die grundlose Freude. Om Sat Chit Ananda. Der Klang des Universums. Om. Der Bordun-Ton. Diese sanfte Schwingung, die alles am Leben erhält. Sat, die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Chit, das Bewusstsein, das, was sich wahrnimmt. Das Bewusstsein, in dem alles erscheint. Ananda, die Freude, die keinen Grund und keine Bedingung braucht. Om Sat Chit Ananda. Und im großen Kontrast dazu bin ich dann wieder dieses jämmerliche Ich, das mein Ich, das sein Leiden zeigen will. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann mich nicht glücklich machen. Ich kann die anderen nicht glücklich machen. Ich leide unter der Trennung zwischen mir und dem Leben, zwischen mir und der Ewigkeit, zwischen mir und dem Absoluten. Sobald es mich gibt, ist Leiden da. Ich bin das Leiden selbst. Völlig sinnfrei, wo sollte ich damit hinkommen können? Om Sat Chit Ananda. Hast du schon erklärt, gell? Om. Der Urton, ohne Grund, klingt er unendlich. Sat, die Wahrheit, die keiner begreifen muss, die keiner verstehen kann. Das, was unveränderlich ist, was keine Ahnung von Unveränderlichkeit oder Veränderung hat, die Istheit, die Absichtslosigkeit, die Losigkeit, das Ende von allem, was jemals du dir vorstellen kannst. Chit, das Bewusstsein, das alles durchdringt. Und was ist mit Shakti? Die Lebensenergie, die unendlich pulsiert, die alles durch, auch alles ist, alles schwingt. Ja, Om ist wie Shakti, Om ist wie Shakti. Om Sat Chit Ananda. Und die grundlose Freude, die nicht daran bedingt ist, an irgendeinen, der sie haben kann. Es geht nicht darum. Disconnected. Disconnected. Und dann wieder mein Ich.
dass ich so disconnected fühlen kann. Mein Ich, dass es fühlt sich so getrennt. Und jetzt leide ich wieder unter meinem Selbstmitleid mit mir selbst. On and on. On and on and on. Nie mehr weiter, weiter, weiter und wieder konfrontiert sein mit der Sinnfreiheit, mit dem Nichtwissen und mit dem Wollen und dem Nichtverstehen und der Sehnsucht und der Verzweiflung. Und kann ich mein Leiden zeigen, dass ich es nicht schaffe, mich selbst zu erreichen und in einer totalen Verwirrung mich wieder rausschreibe aus dem Versuch, glücklich zu werden.